Und aktuell stehen unsere Reifen noch gut. Sehr viele Metal Scraps. Oh, das Hotel müssen wir unbedingt merken. Metal Scraps Komponenten, da gibt es ja reichlich von hier. Ja, halt, das bleibt da. So. Muni, Holzschrott, Steinchen, so. So. Abspeisern und dann gucken wir mal. Also ich nehme die Axt auf jeden Fall. Das Silent Kill geht halt nur von hinten. Das bringt nichts. So, wir locken da drin. Sehe 2. 3. Okay, wir haben ja gespeichert. Aber gucken erstmal in den anderen Räumen. Da ist mal keiner drin. Komponenten, Metallschrott. Hockt da einer drin? Nein. Bandagen, sehr gut. Na, ist da unten noch was? Nein. Plöpp, plöpp. So, ein paar Medis. Nehmen wir mal alles mit. Wer weiß, wann wir was davon brauchen. Okay, also die hocken nur da vorne drin, so wie es aussieht. Man erkennt halt einfach mal, man erkennt einfach mal gar nichts da drin, aber egal. So, ruhig auch mal immer hinter den Türen gucken, da kann auch mal was liegen. Sollte man mit bedenken. So. Paar Medis, noch ein Motor, den lasse ich aber hier. Nee, komm, unser ganzer Ersatzteileschrank für Autoparts ist voll schon. Könnt natürlich noch einen zweiten Locker bauen, aber irgendwann können wir uns 5 Autos damit zusammenbauen. Brauchen wir dann auch nicht wirklich. So, ich speichere jetzt einfach mal weiter weg. Und dann gucken wir mal. So, ich nehme jetzt aber mal zur Sicherheit die ganze Axt in die Hand. Also 3 ist das. Zack, so. Dann gucken wir mal. Aber okay. Na, treffen doch. Alter. Warum? Haben sie uns wieder fast platt gemacht, ne? Noch eine Axt. Sehr gut. Oh, Alkohol. Sehr schön. Zum neue Verbände basteln. Also sie haben uns nicht verletzt. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Aber warum halten jedes Mal 2 Treffer aus? Das verstehe ich nicht. Wir haben mal zweimal gekloppt jetzt. Komm, Knopf nochmal. So. Wir heilen ja schon wieder. Das Problem ist halt nur, wir halten jetzt im Prinzip keinen einzigen Schlag mehr aus, dann sind wir tot. Deswegen bin ich so ein bisschen. Yeah. So, das Ducktail würde ich gerne mit. Und Zucker für Alkohol. Okay, ich muss kurz ins Auto. Wir haben sie platt bekommen. Sie haben uns nicht verletzt, seltsamerweise, aber wir haben ein fliegendes Auto. Guck mal. Sehr geil. Okay, also Komponenten Metal Scraps lohnt sich auf jeden Fall. Das müssen wir uns merken. Da können wir auf jeden Fall wieder hierher. Das lohnt sich schon mal richtig hart hier. Sehr geil. Alkohol, noch eine Axt, sehr gut. Bandages können wir stacken. So. Okay. Ja, wie gesagt, wir heilen schon wieder, aber. Müssten wir mal Schusswaffen langsam in Betrieb nehmen, ne? Dass wir. Zumindest wenn wir hier jetzt 2, 3 Zombies haben, dass wir die einfach erschießen, dann anstatt gegen sie zu kämpfen. Wenn es einer ist, den klauen wir mit der Axtplatten gut ist. Also, da machen wir gar nicht rum. Gut, später mit Jagdbogen geht das ein bisschen einfacher. Wenn wir sie auf Range halten können, natürlich. Dann ballern wir sie einfach über den Haufen und gut ist. Oh, da sind noch 2 Tanks da oben. Mal gucken, ob wir da hoch können. Zzt. Ach, noch ein Hammer. Ja, gut, egal. Das Auto ist schon eingeschneit oder eingearscht oder wie auch immer. Ja, ein bisschen Benzin drin, okay. Ich habe den Kanister jetzt nicht dabei, deswegen
Müssen wir es jetzt mal stehen lassen. So. Plöpp. Dann gucken wir mal, ob wir da was finden. Also vielleicht böse Überraschungen. Ich glaube nicht, dass hier Banditen oben campen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Da war nichts da drüben, habe ich aber irgendwas gesehen. Was haben wir denn hier? SWAT-Helm. Okay. Der sollte doch ein bisschen Protection gut. Aha. Plöpp. Equip. So. Dann sollten wir jetzt etwas mehr aushalten. Gerade wenn sie uns schlagen dann. Beziehungsweise dann auch Banditen auf uns schießen. Sollte das ein bisschen besser gehen. So, können wir da hochkrabbeln? Höp. Ja, einfach hochklettern, okay. Aber hier gibt's auch nichts. Kaputt machen können wir da auch nicht? Nein. Muss ja immer mal gucken. Ich glaube, da auf dem Dach gibt es nichts zu holen. Ich glaube, das lohnt sich nicht, darüber zu flitzen. Ja. Nee. Zumal wir eh nicht drauf kommen. Okay. Da auf den Mast kommen wir nicht hoch. Ne? Nee, da ist keine Leiter dran. Okay, gut. Dann flitzen wir mal weiter. Ein bisschen Platz haben wir noch. Paar Sachen kriegen wir. Also Komponenten lohnt sich definitiv. Komponenten, Metallschrott. Ich meine, wir brauchen allein die ganzen Komponenten und den Metallschrott, nur um das Gate fertig zu bauen. Aber ist auf jeden Fall rentabel. Also kriegt da einiges unter. So, die können wir noch stacken. Das können wir noch stacken. Dosen kann man leider nicht stacken, also ein bisschen doof. Realistisch irgendwo natürlich, aber würde ich gerne stapeln können. So, wir haben eh Durst, weißt du was? Dann versaufen wir jetzt direkt mal eine Dose. So, dann heilen wir nämlich auch wieder ein bisschen besser hoch. Bilde ich mir jetzt einfach mal ein. Hammer können wir mal da runterlegen, da haben wir noch einen Slot frei. Die Axt können wir noch runterlegen, haben wir noch einen Slot frei. Siehst du. So. Dann. Plupp. Flitzen wir mal weiter. Gehen wir noch unsere Loot-Spots ab einfach. Das war unser Häuschen, ne? Ja, da hatten wir ja aber alles rausgeholt schon. So. Genau, da war der Wohnwagenplatz, da war das eingestützte, nicht eingestützt hier, verlassene Haus. So. Ich habe immer noch Angst, dass irgendwo ein Bär uns gleich um die Ecke latscht und uns einfach über den Haufen rennt. Ja, man wird ein bisschen paranoid mit der Zeit. Komponenten, sehr schön. Können nicht auseinanderbauen, schade. Ne, liegt nichts auf dem Dach, okay. Eine Komponente auf dem ganzen Zeltplatz. Naja. Und das wird neblig. Na, ganz toll. Okay. Speichern trotzdem mal. Wie gesagt, huch. Nein. Ich weiß halt nicht, ob die Zombies Autos knacken können. Das weiß ich nicht. Aber looten können wir jetzt im Moment auf jeden Fall nichts. Können aber mal gucken. Hier gibt es halt keinen Unterschlupf und ich glaube, hier ist keine Mine. Nee, das ist nach wie vor verbarrikadiert. Aufmachen werden wir es nicht können. Glaube ich zumindest mal. Okay. Also hier gibt es mal keine Mine. Zumindest wüsste ich nicht. Ja, vielleicht an der Bergkette irgendwo entlang. Aber jetzt müssen wir halt abwarten, bis die Zombies hier rum sind. Oder können wir auch mal nach Hause fahren? Ist jetzt natürlich etwas stressig hier im Dunkeln, aber also man sieht ja so gut wie gar nichts. Ich meine, Lichter bringen überhaupt nichts. Man sieht es an der Motorhaube ein bisschen aufflackern, das war's. Okay, jetzt sind sie da. Die Geräusche vom Auto locken sie natürlich an ein Stück weit. Aber das soll uns jetzt gerade mal Wurst sein. Zur Not überfahren wir sie einfach. Killen wir vielleicht das Auto mit, aber
Wir haben ja Teile noch da. Ja, wir können ja weiterhin das Auto noch ein Stück weit ganz halten, indem wir es reparieren. Und können ja, ups, so einmal hier beitreten und können ja auch laufen noch. Also ist ja jetzt nicht so, dass wenn wir jetzt einen Zombie über den Haufen fahren, dass das Auto gleich total Schrott ist. So. Haben wir hier geparkt. Und rein. Sprich die Uhrzeit? 11 Uhr. Den ganzen Tag vor uns. So, mal gucken. Jetzt habe ich alles im Auto. Sehr intelligent. So. Ich würde jetzt einfach wieder ein paar Holzbrocken umarbeiten, weil wir haben nicht sehr viel Health im Moment. Die würden uns einmal anpupsen, dann wären wir hinüber. Würde ich ungern ausgeizen. Deswegen nutzen wir die Zeit mal kurz anders und bauen hier mal Zeug um. Dann haben wir wieder ein paar Bretter zum Bauen. Ist auch nicht das Verkehrteste. So. Weil, wie gesagt, die pupsen uns jetzt noch einmal, dann sind wir hinüber. Will ich nicht unbedingt ausgeizen. So, wir hätten jetzt natürlich auch drüben warten können, bis der Nebel rum ist, aber ja. Bringt uns auch nicht sonderlich viel. So. Machen wir mal 3, das sollte lang. Immer noch Nebel? Okay, heute ist er ein bisschen hartnäckiger. Oh, heute bleibt er aber lang. Wow, okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, gut. Okay, jetzt ist er. Und irgendwo war ein Zombie gerade in der Nähe vom Haus. Der wollte uns, glaube ich, gerade ans Leder. Ja, okay. Gut. Bretter brauchen wir so oder so zum Bauen später. Also ganz sinnlos war es jetzt nicht. War jetzt natürlich etwas feige, klar. Aber wie gesagt, wir sind ziemlich angekratzt und lange würden wir das Spiel nicht überleben. So, Loot All funktioniert nicht. Dann schmeißt er nämlich alles, den Rest alles auf den Boden, was wir nicht verbauen können. So, die Komponenten verbaue ich jetzt direkt mal. Wir müssen sowieso noch lostouren und alles machen, also. Aber die verkloppen wir jetzt direkt mal hier. 7 Komponenten. Ja, okay, das geht ja. Metal Scraps werden das Problem sein. Oh nee, nicht mal. Fertig. Ja. Okay, ein Auto passt durch, aber nur sehr, sehr knapp. Müssen wir aufpassen. So. Okay. Was können wir denn hier noch verhämmern? Was haben wir noch fertig? Nix. Gut. Okay, haben wir doch noch ein paar Komponenten da. Sehr schön. So. Haben wieder Hunger und Durst, aber es ist noch mitten am Dach. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal looten. Ich mache nur ein bisschen Platz im Auto. Damit wir gleich weiter können. So. Das kommt hier rein. Rex haben wir erstmal. Sollten vielleicht mal anfangen, Alkohol zu destillieren. Das dauert nämlich einen ganzen Ingame-Tag, also 24 Stunden, bis das durch ist. Ja. Dass man Verbände bauen können. 10 Liter Wasser, eine leere Flasche und Zucker. So was. Weißt du was? So. 2 Zucker, zack, zack. Ach, da haben wir noch einen. Na egal. Und 10 Liter sauberes Wasser. Dann einmal. Plopp. Wie weit sind die? 8 Liter schon wieder durch. 7 Liter. Sehr gut. So. Take. Dann machen wir jetzt mal einmal die Destille anschmeißen. Hier. Warum ist das jetzt unsafe? Willst du mich verarschen?
Das war Safe Water eben. Warum war das jetzt unsafe auf einmal? Safe, Sir. Take. Unsafe. Hä? Ach Scheiße, können wir da gar kein Safe Wasser ausmachen? Oh nein. Mist. Meins macht Sinn, ja, aber. Wie soll ich denn jetzt Wasser hier rauskriegen? Das wird alles unsafe, was ich da raushol. Oder müssen wir das direkt aus der Destille rausziehen? Ach, das war, Alter, das war eher nervig. Oder geht das über Flaschen? Warte mal. Give. Okay, so geht's auch. Dann können wir nämlich Flaschen ab. Okay. Ich hatte jetzt ein bisschen Panik. Ist zwar umständlich, aber dann können wir es darüber machen. Ist zwar sehr umständlich, aber. Also aus der Destille das Wasser können wir rausholen. Das bleibt dann safe. Aber. So, take. Genau, das bleibt safe. Wenn ich es einmal aus dem Tank Container dann wieder raushol, dann ist es weg. Dann ist es flöten. Halt. Dann machen wir das kurz so. Zack, einmal voll machen. Also das bleibt jetzt safe, was da drin ist. Okay, und sobald es einmal im Wassercontainer war, müssen wir es auf anderen Wegen rausholen. Kann ich da jetzt auch mehr reinpacken? Wahrscheinlich nicht. Doch geht. Okay, jetzt ist die Frage, wie viel mehr? Könnte ich gleich zwei auf einmal starten? Ich glaube es nämlich fast nicht. So, ziehen wir mal noch raus. Dann füllen wir mal hier kurz Flaschen um. So. Ich will jetzt mal wissen, wie viel in die Destille reinpasst. Und ob wir es tatsächlich schaffen könnten, zweimal ein Rezept zu starten. Nee, das Mal vergesse ich den Eimer. So. Gucken wir mal, wie viel reingeht. Da passt tatsächlich mehr rein. Das wäre ja geil. Blöp. Oh, das wäre ja schön, wenn ich jetzt zwei auf einmal starten könnte. 20 Liter passen genau rein. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal Sachen für zweimal mit. Das heißt noch eine Flasche, noch zweimal Zucker. Kann ich jetzt zwei auf einmal starten? 10 Liter, also. Ja, ich kann ihm nicht sagen, also jetzt zweimal herstellen, das ist das Problem. Ein Tag left. Ne, da hat nur zwei Zucker verbraucht. Also, nein. Schade. Aber die Flaschen sind beide weg. Okay. Dauert halt einen ganzen Tag, wie gesagt. Das ist erst morgen Abend um die Zeit fertig. Das ist halt. Ja. So, das können wir jetzt aber wieder reinfüllen. Das war ja safe. So, da passiert jetzt nichts. Zack. Natürlich Denkfehler. Eine Flasche brauchen wir ja wieder. Aber egal. Okay, also mit dem Eimer können wir es nicht rausholen. Können aber jeweils mal einen Eimer drunter stellen. Dann können wir es nämlich auch füllen. Weiß ich nachher sowieso nicht mehr, aber egal. Okay, also dürfen wir nicht mit dem Eimer abschöpfen. Das muss ich mir merken unbedingt. Sonst haben wir jedes Mal das Problem. So. Was haben wir noch an Dosenfutter hier? Tack. Wir haben sowieso Hunger und Durst, dann machen wir hier mal einmal den da. Knusper, 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 knusper. So. Jetzt habe ich die Wasserflasche drüben natürlich vergessen. Egal. So. Medizinschränkchen. Tack und tack. Nähkästchen. Oh, die lassen sich alle so herrlich stecken, die Sachen. Wunderbar. Okay, so. Money, Money. 9 mm hätten wir jetzt schon mal 19 Schuss zur Verfügung. Noch ein Hammer, eine Axt. Ja, die Axt behalten wir mal. So. Gut, das hätten wir verräumt. Die Wasserflasche sollten wir wieder mitnehmen.
Dann räumen wir mal noch den Rest.